Hallo, hier ist Rolf von Tesla Owners US und das ist Teil 2. Teil 2 kommt jetzt vom Zusammenbau, wo wir die Tegra-Karte eingebaut haben. Und jetzt kommt das ganze Teil hier. Ich muss mal da so einen logischen Schnitt machen, wo das ist. Aber das wird jetzt eingesetzt hier im Dashboard. Und dann wollen wir versuchen, ob das auch funktioniert. So, let me turn that on and show you. There is an emergency release for the rear door, which is not at the Model 3. It's only at the Model S, because the Model 3 doesn't have an emergency release for the rear door, right? Or? It does. It's actually inside the door panel. Yeah? Yeah. Yeah, the door panel's got to come off in order to get to it. So, but easier to see with that seat up. Yeah. We'll climb in through the front here so we can get a better shot at it. But it is right here. You have a carpeted flap underneath the bench seat. And then there's this little cable inside. Yeah. It's got a picture of the door on it. Just pull that. And then that door should come open. Wait a minute, here, can you show it again? Uh-huh. Yeah, that there's a little picture and there's a picture of the door. And then you pull on that. Pull on that, and then that door should open. Yes. And the door opens, and I'm gonna sit in the back and take more pictures. Here comes the screen. All right. I have to go to the side first, right? For the connectors. Ja, hier steht also der Computer, die MCU drin. Wir starten mit den unteren dreien. Das ist die Stromversorgung. Und wenn ihr eine Premiere-Stereo-Anlage habt, dann habt ihr sogar noch einen dritten Stecker dabei. Und dann kommt es, glaube ich, auf der rechten Seite ist der Rückfahrbildschirm, der blaue. Und dann ein Stecker nach dem nächsten. Man kann sich da nicht vertun. Alles der Farbe nach, teilweise sind das die ganzen Steuerverbindungen, GPS ist dabei und Ethernet, also Zugriff auf den Computer selbst und auch die 3G oder 4G Kartenantenne, alles wird Stück für Stück eingelöst dort. Bitte auf USB unten die Stecker da richtig aufpassen. Die kann man ganz leicht verkorksen. Und das muss man ganz vorsichtig machen. Ansonsten geht da ein Stecker nach dem nächsten rein. Und dann kann man die Unit, also die Einheit dort, richtig einlegen. Black Connector. The bottom connectors you already have attached. Uh-huh. Bottom connectors are already. Yeah, and the USB connectors. Mm-hmm. Okay. Yeah, got those in on they go in on the other side. You got this maroon connector. If you miss this guy, you won't have 3G or 4G internet connectivity. This blue connector right here. Yeah. Is your GPS. If you miss that guy, you won't have GPS. The blue connector on the other side is your backup camera. Uh-huh. White one is Ethernet. Goes to the diagnostic port underneath. And black one goes to instrument cluster. Also Ethernet. Come on, buddy. There it goes. All right. Okay, everything is in there, right? So I have to come to the other side. Again. Okay. Okay. Also den Bildschirm einsetzen, das sind Führungspins oder Führungsstifte. Und dann schön das Dashboard anheben, dass man den da oben einsetzen kann. Unten sind links und rechts Führungsstifte auch. Und dann wird rechts eine Schraube, das ist die Führungsstifte, und dann wird rechts eine Schraube eingesetzt, links eine Schraube eingesetzt
und oben eine Schraube eingesetzt. Und auch da schön aufpassen, da kann es möglich sein. Das ist nämlich ein sehr feines Gewinde und da kann man das Gewinde schön verkorksen, wenn man da nicht richtig aufpasst. Also fein aufsetzen und aufpassen, dass der Bildschirm an dem Rand nicht verkratzt. Das geht auch relativ einfach. You can turn your light on again if you like. I think I am on. Oh, you're on, yeah. Focused. And your camera's got a lot more light this time. So, you want to get that guy in, and you want to press up from the bottom of the screen to get those holes to line up. Yeah. If your screw gun has a slow speed, this would be a good time to use slow speed. Just to be careful with the thread. Once you have at least a couple of those in, I'll go ahead and tighten it down, but we should be grounded to the dash at that point, yep. So this is no longer necessary. Okay, no ground required. Take the ground cable off. Also, das geht viel einfacher, wenn man dabei einen Magnet hat und den einsetzt, sodass man den Magnet mit der Schraube einführen kann, weil wenn die Schraube irgendwann mal da abgeht und dann versinkt die im Auto oder in einer der Kanäle, Lüftungskanäle, das ist sicherlich nicht schön und das wollt ihr unbedingt vermeiden. Da müsst ihr genau aufpassen, damit ihr die Schrauben gut einsetzt. Einfaches Tool oder einfaches Werkzeug, aber sehr hilfreich. I'm going to go ahead and loosen this back up just a touch. Because it's the same concept with these top two screws. Yeah. You can scratch there the very easy, right? Yep. Clicking noise that you're hearing is the clutch on my screw gun. Yeah. It only goes so many torque values. I have it set to it's not terribly low, it's actually pretty high on this one. But that way I don't over torque things. Yeah. Don't forget these connectors on the Also die beiden seitlichen Konnektoren nicht vergessen. Der rechte ist für das Handschuhfach. Und der es wird auch nur eingeklippt. Und der linke ist für die Warmblinkanlage und dann auch mal gleich testen, ob das auch funktioniert. Weil wenn wir später mal die ganzen Teile wieder eingebaut hat, das Dashboard eingebaut hat und dann funktioniert das nicht, dann habt ihr eine Menge Arbeit, das wieder auseinanderzunehmen. Also gleich sehen, ob das auch funktioniert und das testen. Okay. Let's see if the chip does it. I might have lost all of my personal data. I could be. Unless he was able to get it off, he probably did. Unless he tried to get it off, yeah. So we are hooking the 12-volt battery on again. Do you have your key? I get it. Let me get it. Let me get the key. So to avoid that the alarm goes off. We got the key. Just to avoid that the alarm goes off. My wife is still sleeping. Just who's taking my car? It's a 10 millimeter screw, right? Yeah. Aha. No alarm. No alarm is good.
Let's see if the computer comes up back up. You have to clicking is a good sign. Yeah? Yeah. That's high voltage or what? Yep, that's contactors. Oh, that is good. My internal camera comes back on. Aha. Ja, jetzt geht das kleine Display an und er zeigt auch gleich an 162 Meilen. Und das sind genauso viele Meilen, wie wir den Wagen abgeschaltet haben. Also die Batterie verliert überhaupt nichts. Jetzt geht der Hauptscreen geht an, also die MCU geht auch an. Und so Stück für Stück kommt alles zum Leben, fährt alles hoch. Und ihr werdet auch gleich sehen, das wird viel schneller, das hochzufahren, auch die Bewegungen da drin. Und auf Anhieb fährt der Wagen hoch. Keine Probleme daran, keine Startprobleme. Auf Anhieb fährt der Wagen hoch. Natürlich muss Bluetooth und Internet initialisiert werden, aber alles das geht Stück für Stück und der Wagen fährt hoch. Keine Probleme und auch bisher keine Probleme gehabt. Wir sind mit dem Wagen schon 2 Wochen wieder unterwegs und großes Drama jetzt echt vermieden, dadurch, dass wir den Chip jetzt eingesetzt haben und ausgetauscht. Jetzt habe ich erstmal einige Jahre oder Jahre Ruhe, dass wir den nicht wieder ersetzen müssen. Ja. So that doesn't really surprise me. But until everything's function tested, we won't start putting the steps back together. Oh, there's air suspension. Oh, good. We should really do a checklist. Air comes up, high voltage comes up, screen's coming up, right? Right. Still initializing that, but... Yeah, that's... Oh, there we go. Searching for Wi-Fi. Say, I don't think that Tegra board has a whole lot to do with. There you go, there's 3G. And then there's your Wi-Fi networks. Oh, good. And then you can, Martina's Wi-Fi or Rolf's guest network can connect to that if you want. Yeah. We'll see what you have saved. Yeah, you got Martina's Wi-Fi and Martina's Wi-Fi network. Yeah. Rolf's guest network. It's all back there. Yeah. So you can connect to Rolf's guest network. It already did. Oh, it's already there. Yeah. I don't know which one it connected to, but it connected. Martinez. Okay. So there you go. Alright. Real moment of truth. Car start. It is. Car is starting. Wow. There we go. You want to do a test drive or not? No. No. No, it should work. Should be all started. That's the big thing. That's fast. Maps are responsive. Really responsive. Yeah. I do another test with an address across America to my son, because I recorded that before how long it takes, and then do it later how long it takes when I put it back in. But not from yet. Okay. But I think that chip is about 8 times faster. And it has would make sense because that's usually pretty choppy, and right now it's moving pretty smooth. It's pretty smooth, right? Yeah. Yeah, I like that a lot. Let's go ahead and hit that back to north. I actually want to see how quickly it'll navigate. Take it somewhere. That's just Hoboken, New Jersey. Und hier ist ein kleiner Test, und zwar von Arizona nach New York City oder nach Hoboken, also auf der anderen Seite vom Hudson River. Eine ganze Adresse mit Superchargern und Zeiten zu belegen und auszurechnen. Und das Ganze hat 28 Sekunden gedauert. Und das war ziemlich schnell. Also damals darüber gefreut, dass das so gut funktioniert. Yep. Here we go. Begin trip across America. In 500 feet, turn left onto West Palm Valley Boulevard. Okay. That was fast. Good stuff. I like it. All right. Now the dash goes back together. Okay.
you first. You don't have to take the battery off again, right? Well, no. Nope. No. Nope. Okay. Good. We'll power down the car so we're not using it. Parking mode enabled. Power off. Wing. Very good. Alright. Ta-da! Dash comes back together. Mm-hmm. Vents first. Fans? Vents. Oh, Vents. So, und jetzt kommen die Kühlsysteme und Ventile dort. Die werden eingesetzt und zwar ganz vorsichtig, damit man das oben erst nicht verkratzt. Und da von oben einsetzen, dann unten einpassen, in den Clips drin einpassen. Schön, damit das richtig anliegt und ansitzt dort. Und wenn man dann das eingesetzt hat und überall die Clips anliegen und das richtig angepasst hat dazu, dann braucht man einfach nur dort kurz gegen zu drücken und dann eben die ganze Linie entlang dort. Ja, das sieht gut aus. Die ganze Linie dort entlang drücken. Aber hier kurz dran pressen und dann funktioniert das auch nicht. Mit beiden Händen dort an der Seite anpressen. Ja. So, jetzt genau angepasst. Einmal fest gegendrücken, das Ganze drinne und die ganze Schiene entlang. Ja, und dann dort die Schrauben einsetzen. Yeah, this is the one what you have to protect, right? Yeah, this is the one you gotta be really careful with. That's number one here in the corner and here in the middle. Careful. All right, and then your glove box has an alignment pin here and an alignment pin on this side. It's really difficult to kind of flex up, so I usually just get my hands right here and tap it. And that should pop right into place. Oh. We got three screws across that one. So, dann geht es zur anderen Seite ungefähr genau das gleiche. Auch von oben einfügen. Und das sieht irgendwie so aus, ob das nicht genau passt. Wenn man das auch, selbst wenn man das richtig angelegt hat und die Clips auch drin sind, sieht das irgendwie ein bisschen schief aus. Aber man muss es einfach nur in diese Clips richtig einfügen. Und dann sieht etwas schief aus, aber dann mit beiden Händen andrücken und schon ist auch dieses Stück Panel eingesetzt. It looks like it's odd, right? It's not fitting. Yeah. Got my glove under there. And this is what you have to lift up again. Mm-hmm. That's better with the magnet. There we go. Okay. So we need to do the trim around the first screen instrument cluster. Uh-huh. Ja, dann kommt dieser Front-Armaturenbrett-Verziehungsring in diesem Brushed Aluminiumfarbe. Und der wird sogar manchmal von der Factory, also vom Hersteller, schon verkratzt angeliefert. Da vorsichtig den einsetzen. Und das sind oben zwei Schrauben und unten zwei Schrauben, die man später festziehen muss. Ansonsten eigentlich auch nicht schwierig. Und danach auch denn diese Verkleidung des Lenkrads auch anbringen.
they have to talk to the manufacturer, put a layer of paper in between. Mm-hmm. So then they don't scratch, right? Definitely a weird angle. Used to doing all this stuff from that side. On my side here? Yeah, just from that seat. But it's okay, I don't want to climb. Instrument cluster lower. I'm gonna go through the steering wheel on this one. And lower right instrument cluster. Okay, don't forget your little other piece. Got a clip on each side of that. At this point, the dashboard can pretty much come down. The two big ones you want to watch out for, there's a clip right here at the very front. Also ab hier kann das obere Armaturenbrett runtergesetzt werden. Und da muss man auch aufpassen, wo die Clips sind. Die muss man dort richtig anpassen, einbringen. Einer über dem Bildschirm auf der linken Seite, einmal einer ober über dem über diese Ablage. Und wenn man das alles so angelegt hat und es richtig passt, dann einfach mit beiden Händen einmal draufschlagen und dann ist das Armaturenbrett, das obere Armaturenbrett auch wieder eingefügt. Und so schwierig war das dann auch nicht. We got these two screws above the instrument cluster. These will be the little silver coarse ones. And they go straight up. What are they for? Just to hold the front edge of the dashboard here. Okay. There's a bracket that they go into. But these are the ones that are not very tight. Because it's plastic on the other side, right? Yeah. Generally shouldn't require any tools, but sometimes they do. And that should be all of our screws. That's everything that's held in with hardware. Okay. And then we'll get the big panel. Pieces, right? Yep. They are also all in a trunk. Same thing on these, you want to get everything lined up before you tap it in. Und hier muss es auch genau ausgerichtet werden. Diese beiden Pins hier, die sind manchmal sehr schwierig auszurichten oder diese Einsätze dafür. Also da kommt es genau drauf an. Und da muss man nur aufpassen, dass sie genau in der Kante dort anliegen. Wenn die also genau in der Kante dort anliegen und dann ausgerichtet sind, so, dann ist es ganz, ganz gut. Dann braucht man das einfach nur richtig einmal fest anpressen. Und dann die ganze Linie runter anpressen. Und dann ist das mit einem kleinen was Fauststößen und dann ist das Ganze auch wieder drin. Dann die rechte Seite dort auch einfach wieder aufsetzen. Well, make sure your glove box works. Yes. Make sure your hazards work. Yes. That other side. That one I'm gonna have to get from that side. You wanna step on? You step in from this side, yeah. I don't think I can do that one from the passenger side. Aha, air conditioning comes up again. Yep.
So this guy would probably be a little easier if the steering wheel was up and in all the way. Actually, probably just up. That'll keep it in a good spot. But we're going to flip this around. Also das Ding einmal umdrehen und dieses U-Form geht unter dem Lenkrad an. Und dann wird das genauso wieder von rechts angesetzt und in diese Clips eingesetzt und angepasst. Und dann auch genauso wieder von rechts nach links gegengedrückt. Das Besondere an diesem Ding ist, erstmal auf der linken Seite ist eure Antenne für die Schlüssel, für die Keyfobs da drinne. Links dagegen und dann ist das Besondere dort ist, dass unten noch eine Schraube drin ist und die ziehen wir später noch an. Yeah, the antenna is inside the panel. And then don't forget, there were two screws below, right? One screw. One screw. One yes, screw. One on screw. Left side. In that lower left side. Yep. Earlier when I said we were done with hardware. Yeah. Because we got one left. Yeah, that was very odd that there is one screw to hold up the dashboard. It actually holds up the lower panel, which there are two screws in. Ah. But the other screw goes in the bottom of the dashboard. That screw actually screws into this panel that we removed. Ah. Which is why it's got to come out. And then there's another piece here. Yep, this is top of the instrument cluster. Oh, yeah. So that'll slide in. You want to put the back end in first. Mm-hmm. And then you can see where those clips line up at. Just like that. Excellent. And that's it? That's it? You're done? Super. Screen's officially back in. So now if you put the panels in the front where we remove the batteries there. But in the middle of the car, this is all back in. That was fast. Yeah. Wow. Reassembly seems to go a little quicker sometimes. Yeah. Yeah, but you have to be off careful, right, when you take it off. Oh, yeah. Yeah. Excellent. So, I've got those big panels here. Line them up again. Okay. High voltage was disconnected. It was connected as well when you hooked up the battery. So now we have to put those. Ja, und das kennt er sicherlich schon vom Batterieeinbau. Jetzt kommt hier nochmal der Luftfiltereinsatz rein mit dem Luftfilter. Das sind zwei 10er Schrauben oder Köpfe mit Gewinde, die hinten eingesetzt werden. Da ist es am besten, wenn man dort einen magnetischen Schlüsselkopf hat und dann braucht man die nur dort reinzupacken. Und das geht relativ einfach. Und nicht vergessen, den Deckel noch drauf zu machen, das runter zu machen und dann einfach alle Teile wieder dort einfügen. Die werden ja nur so drauf geklippt. Und das war es dann schon. Same thing on the other side. Rubber. Yeah. Yep. Sometimes it'll pop out on the bottom of the windshield here. And then you press it back on, huh? Yeah, just press it back. It should be alright. And then if there's another screw here on the crossbar on this one. Yeah, those are those plastic clips. Mm-hmm. And I believe you were missing one. Yes. So we'll put this one here because this one is held down by this rubber mat anyway, so we'll go back. I can put this one back. It's even easier as to screw them off. Mm-hmm. Very much so, although a small disclaimer, I have seen the rubber piece pop off of that screw before, so be careful with it. Alright, don't forget your filter cap.
Yes. Now the top panel. And then also inside here, this is all done. Slide this down past your lift struts first, and then it'll pop in. Just like that. Yeah. Okay. Excellent. Ja, das war schnell und ohne Probleme. Und JJ war mal ein Tesla-Technician und er hat auch mal in der Factory gearbeitet in Fremont. Wenn er gerufen worden ist, was mit zusammenzubauen, wenn Not am Mann war. Er hat gerne bei Tesla gearbeitet, aber ich erzähle euch die Geschichte mal später, wie es dazu gekommen ist, dass die sich getrennt haben. Ich bin froh, dass der jetzt selbstständig ist und ich ihn mir anzapfen kann. Die Preise von ihm sind ungefähr 2/3 von dem. Der wohnt bei mir gleich um die Ecke, da brauche ich nicht weit zu fahren. Und ich habe immer jemanden, den ich auch fragen kann, wenn ich kleine Sachen selber mache. Also keine Probleme mit den Wagen bisher gehabt. Alles funktioniert. Auf Anhieb eingesetzt, auf Anhieb hat das funktioniert. Das Teuerste an der Sache war vielleicht die Fracht gewesen. Die Expressfracht hin und her hat mich $380 oder so gekostet. Und den Chip habe ich noch nicht, den Preis davon. Da habe ich gerade den Michael angesprochen, Michael Kluge, was er mir für einen Preis für den Chip gibt. Aber die Reparatur war 2,5 Stunden, ausbauen, einbauen, das sind $250 circa. Und ich hatte ein bisschen mehr gegeben, das also $250. Und ich mag ihn und ich werde ihn noch für einige Sachen in der Zukunft benutzen. Everything is changing to electric. Yeah. All right. Bye bye. Bye. Hallo, ja, das war Teil 2 Ende gewesen und das Teil 2. Alles hat auf Anhieb funktioniert, super. Und ich werde den Wagen natürlich auch gleich austesten. Ihr habt das schon an der Screenbewegung gesehen, wie schnell das hin und her gezogen ist. Also aus alt mach neu, da bin ich dafür, den Wagen so lange wie möglich zu erhalten. Und der Chip musste ausgetauscht werden, weil wenn der Chip einmal den Geist aufgegeben hat, dann habt ihr diese Files. Hier ist dieser kleine Chip dafür. Vielleicht kann ich euch das zeigen. Der wurde ausgetauscht. Das heißt Mikrolöten. Micro-Soldering heißt das. Und der wurde, ich glaube, erhitzt wird der abgesetzt und dann der neue wird aufgesetzt. Die ganzen Daten sind in einer kleinen Micro-SIM-Karte drin, das sind 16 GB Micro-SIM-Karte. Die werde ich auch noch zeigen, diese Daten, oder vielleicht habe ich sie auch schon gezeigt, was für Daten da drin sind. Die sind anhand einer WIN-Nummer, eure Schlüsselkeys sind da auch drin, die da gespeichert werden. Wichtig, weil wenn die Karte kaputt geht und total nicht mehr verfügbar ist, weil zu viel drauf geschrieben worden ist, dann kommt ihr an euer Auto nicht mehr ran, weil der Schlüssel wird dann nicht mehr erkannt und ihr kommt in euer Auto nicht rein. Und das wollten wir alles vermeiden, das will ich von vornherein vermeiden. Nicht, dass ich irgendwann mal irgendwo bin mit dem Auto, stehen bleibe und dann versuche ich mein Schlüssel reagiert nicht mehr oder irgendwas anderes und das will ich vermeiden. Also, aus alt mach neu, funktioniert alles wieder besser, der Screen war wieder schneller, ein paar Tests werde ich noch damit machen. Ansonsten Daumen nach oben, auf dem Kanal unterschreiben, das ist der deutsche Kanal, den englischen Kanal habe ich natürlich auch. Und ihr könnt euch das in Originalenglisch anhören. Bis dann erstmal, ciao, ciao. I'm pressed to say.